Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Er liegt nackt auf seinen Spacken. Wir kennen es ja nicht anders, Herr Mario. Was ist denn? Oh, no! Oh, I lost! Fail. Oh nein, oh nein, das wird schlimm enden. Alright. Wie kann ich aber auch... Yes. Okay. Wie kann die auch nur im geringsten daran denken, dass das mit denen gut ausgehen wird? Excuse me. Oh, no. Essen? Ey, das wäre cool. Essen ist Sportart, Junge, ich wäre dabei. Yes. Okay. Ich meine, das sind nicht mal Zuschauer, aber okay. Das ist ja unfair. Das ist wirklich voll unfair, Alter. Zählt das dann über? Also, ich denke mal schon, oder? Was ist, wenn jemand im Tor steht, der breiter ist als das Tor? Gilt das dann? Ich meine, zum Beispiel beim Eishockey, das Tor ist ja nicht groß. Was ist, wenn da jemand wirklich drin steht, der breiter ist als das Tor? Der braucht ja dann einfach nur stehen bleiben und nichts machen. Das wäre ja cool. Oder sich hinsetzen. Darf man sich hinsetzen? You're flying, Batman! Here we go! Motherfucker! Also ich glaube, das darf man beim Basketball aber nicht. Und das auch nicht. You can do shit, bro! You can do shit! Das wahrscheinlich schon. Das glaube ich auch nicht. Ja gut, das ist Mario Sport, da ist alles möglich. Okay. Mitten Rettungsring, das ist sehr gut. Also es ist hier nicht unbedingt Rettungsring, es kann auch Schwimmring sein. Aber es sieht tief aus, Mann, er hat einen Ring. Was ist das für eine Sportart, Alter? Wettschwimmen mit einem Rettungsring? Mario macht wenigstens richtig, er ist nackt. Und geht unter. Oh yeah. Think water is your ally? You merely adopted the water. I was born in it, molded by it. I didn't see land until I was already a man. Okay. Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Oh, das ist ein Badass. Oh Mann. Das ist ja noch unfair! Aber es klappt scheinbar. Er trägt ja komplett ab. Was ist das für eine Sportart, Alter? Bogenschießen, oh nein. Oh nein, bitte nicht. Machen die jetzt eh noch Robin Hood oder was? Oh nein. Ey, da vorne sind die Ziegen, er schießt. Oh! Ja, sowas kann passieren. Was nach oben fliegt, fällt auch wieder runter. Aber er hat wenigstens Richtung Ziel geschossen. Er schmeißt ja den Pfeil, das ist ja unfair. Das ist nicht fair. Und nicht mal dann treffen. Was ist das für ein Scheiß? Mama mia. Das war Link. Was? It's that nothing. Check this out. I was a Native American in my past life. Er trifft nicht ein einziges Mal. Okay, einmal. Außerhalb von Dings. Wie hat er das gemacht? Oh nein. Das kann beim Tennis schon schief gehen.
Oh. Boah, was zum Teufel ist das für Dennis, Alter? Dennis FSK 18, man kennt es. Das hört sich leicht anders an. Snowboarding. Okay, das war wenigstens mal eine chillige Sportart. Ich finde, es müsste endlich mal ein neues Spiel von Snowboard Kids geben für die Switch. Das wäre geil. So fahre ich auch ständig Snowboard. Wir haben damals im Winter immer bei unseren Skateboards als Kinder, Jugendliche, unsere Achsen abgeschraubt und die als Snowboards benutzt im Winter. Das war immer nice. That was a lot of fun. Glaube ich. So würde ich auch auf dem Snowboard stehen, ganz normal. Okay. Oh yeah, Mario! Mario kommt gar nicht vom Fleck! Ah doch. All for me! Oh oh! Oh oh, Bowling, da kann viel schief gehen. Sehr viel. Ja, scheiße, das ist ja unfair, Alter. Das ist so, als wenn ich dann einen Medizinball schmeiße statt eine Bowlingkugel. Na gut, man schmeißt ja nicht mal Rolls, aber trotzdem. I'm ready, I'm ready. Ich schmeiß Steve. Oder sich selber. Das geht auch. Es klappt auf jeden Fall. Goddammit, not another gutter ball. Oh mein hey, Gott. Bookkins, how are you doing? Oh, this is delicious. I love this buffet. Was für... Das macht mich auch so. Oh. Mario, help me. Oh, boy. Oh, wenn die Kugel kommt... Oh, sie kam schon. Oh, yeah. Mama mia. Here we go. Zu schmeißen? Oh, boah. Zählt das dann wenigstens als 500-fach Strike? Go! Alter, boah, oh mein Gott. Was ist das hier? Wie bei Dragon Ball Super, das Baseball-Spiel, Junge. Das war echt geil. Basketball. It's mine, it's mine, bitches. Stand back, I got this. Ich glaube, der hat irgendwas falsch. Wir haben alle was falsch verstanden bei dem Spiel. Wenigstens einer, der von Base zu Base rennt. No, you don't. Let's get in line. Oh mein Gott. Ja gut, da würde ich wahrscheinlich auch wieder zurückrennen. Oh, hat Boso nicht vorhin geschmissen? Wieso ist der nicht gerannt? Ah ne, der muss ja zuhauen, stimmt ja. Got him! No, you piece of shit. Der Werfer rennt ja nicht. Mamma mia! Ich glaube, der ist tot. Tod durch Nacktheit oder Nacktsicht. Oh, Nacktsicht ist geil. Das möchte ich hier. Oder vielleicht doch nicht. Oh, don't worry, guys. I got the ball. I got this. Going up the piece of road. My dad always says. Was passiert denn eigentlich, wenn der Ball komplett wegfliegt, so dass man gar nicht mehr hinterherrennen kann, weil er über eine Autobahn fliegt oder über einen Zaun oder so? Muss man dann trotzdem noch hinrennen und den Ball holen? Weil solange man den Ball ja nicht wieder zurückschmeißt, kann der Läufer ja, also der geschlagen hat, ja einen Home Run machen. Er kann 5 Home Runs machen. Darf man so viele machen? Is it gonna be very careful? What are you doing? Oh,
Jesus Christ, I'll get the ball. There's not even any... Sie läuft schon nicht einen Home Run rückwärts, Alter. Oh mein Gott! Okay. I'm gonna get you! That was a lot of fun! Yeah. Oh yeah! I did it! Was passiert eigentlich, wenn jemand den Ball hat und du die Person aber nimmst und nach ganz hinten bringst mit dem Ball? Hat dann dein Team einen Punkt oder das Team von demjenigen, der den Ball hat? Müssen eigentlich alle in die eine Seite rennen oder geht's bei da in die andere Seite? Bei da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. No, you don't. Hey, Luigi, are you okay? Mamma mia. Comrade Toto, lo so reparo. Yeah, well, that's okay. You wanna play Pokémon? Oh yeah! Go, Luigi! Yeah! Was? Mitten beim Footballspielen? Go away, Wario, you mean! Die haben den Kopf noch nicht ausgepackt! Fuck you! Jetzt spielt man Football schon mit Knochen, Alter. Oh mein Gott, hier läuft einiges gut. Also ich würde an diesem Sportwettbewerb teilnehmen. Ja gut, die werden wahrscheinlich wirklich professioneller. Fuck all of y'all. Oh all of y'all suck a caterpillar dick. But why? Warum? Warum wohl? Okay, I guess that makes sense. Das war. Ich würde teilnehmen. Also auf jeden Fall. Ey, das war cool. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen wie mir. Dies sind verabschiede mich und bin damit raus.